Hier steht jetzt schon Orientierung, die niemand mehr braucht. Über Wörterbücher zu sprechen, das klingt so ein bisschen nach Nachruf. Wahrscheinlich denkt es jetzt jeder hier, wer braucht denn eigentlich überhaupt Orientierung in Wörterbüchern und wer braucht sie vor allen Dingen in der Zukunft? Wörterbücher scheinen nicht sehr populär zu sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch denkt, dass es das Problem sowieso bald nicht mehr gibt, weil es bald keine Wörterbücher mehr geben wird. Das gilt aber auch für vieles andere. Deswegen eine Frage ins Publikum, wer hat in letzter Zeit eines von diesen drei Gegenständen gekauft? Man muss auch nicht sagen, welches es war. Niemand? Kennt denn jemand, der sich eins von diesen Gegenständen gekauft hat? Auch natürlich nicht, gell? Okay, also, das Linz ist bei Amazon im Bereich Drogerieartikel auf Verkaufsrang Nummer 2000. Das ist ziemlich weit oben, obwohl es keiner kauft. Das rechts, muss ich nicht sagen, kauft auch keiner, aber diese Keine sind immerhin über 1 Million Mal. Und das in der Mitte wird tatsächlich immer noch in hoher Auflage gekauft, obwohl niemand weiß, wer es kauft. Wer von euch benutzt denn Wörterbücher? Das lässt mich doch noch ein bisschen hoffen. Okay, das ist schön. Und wer von euch hat sich jemals ein Wörterbuch gekauft? Und wer hat es gekauft außerhalb von Schule? Ich bin heute wirklich sehr froh, dass mein Job doch nicht ganz umsonst ist. Gut, also man sieht, das Thema Wörterbücher ist schon eins, was durchaus noch eine Zukunft hat, auch wenn das Buch ja sowieso stirbt seit 40 Jahren und das Thema Wörterbuch natürlich eins ist, was durch elektronische Medien und so weiter und so fort natürlich nicht mehr die gleiche Brisanz hat. Aber wir müssen natürlich konstatieren, es gibt immer noch Leute, die brauchen Wörterbücher, zum Beispiel Schüler. Das Briefing von Langenscheid oder der Wunsch von Langenscheid, das Ziel, das war relativ einfach. Sie wollten, jetzt kommen meine drei Lieblingsbegriffe, neu und modern, ja, und übersichtliches Layout für alle unsere Wörterbücher in allen Sprachen haben. Und wenn man das so sagt, denkt man erstmal, das ist nicht so dramatisch, kann ja nicht so schlimm sein, wie viel können das schon sein? Langenscheid hat 16 verschiedene Wörterbuchreihen. Die Sprachen sind mittlerweile bei um die 50, das kann man nicht so genau sagen. Das heißt, man potenziert es mit einer unendlichen Zahl und das muss alles letztlich funktionieren. Wörterbücher sind so ein bisschen wie ein Waschmittel. Man fragt sich auch, warum gibt es viermal ein Waschmittel? Warum gibt es viermal das gleiche Persil? Weil die Behauptung, es macht alles unglaublich weiß, ist bei jedem das gleiche und die Wäsche, die ich damit wasche, ist auch immer die gleiche und auch die Waschmaschine ist die gleiche. Also was kann der Unterschied zwischen diesen vier verschiedenen sein? Und so ähnlich ist es letztlich auch tatsächlich bei Wörterbüchern. Es gibt durchaus einen Grund, warum nicht alle Wörterbücher gleich sind, weil es gibt nämlich einfach ganz viele verschiedene Situationen und Zielgruppen. Also wir haben natürlich das Wörterbuch für Anfänger, wir haben es für Fortgeschrittene, wir haben es für Fachleute, Profis. Also die Zielgruppe spielt durchaus eine Rolle und die Situation, in der man ein Wörterbuch benutzt, spielt auch eine Rolle. Das hat erstmal alles mit der Typografie gar nichts zu tun, aber euch muss es jetzt so gehen wie mir. Wir müssen uns ein bisschen durch diesen Kosmos Wörterbücher quälen, um überhaupt zu verstehen, um was es eigentlich geht. Dann versteht man nämlich, am Schluss ging es nämlich doch nicht nur um die Typo, sondern tatsächlich um das Verstehen, wie ein Wörterbuch funktioniert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wozu überhaupt ein neues Wörterbuch? Tut es nicht mein altes auch? Das stimmt. In den allermeisten Fällen tut es das alte auch. Wie alt ist dann natürlich die Frage? Ich habe hier eins dabei von 1911. In dem steht erstaunlicherweise das Gleiche drin wie in dem heute. Aber in dem heute steht halt ein bisschen mehr drin. Wenn man das hier so sieht, 1986 zum Beispiel war die Stichwortdichte pro Seite bei 63 Stichwörtern und heutzutage ist es bei 82 Stichwörtern. Das heißt, bei Wörterbüchern ist es einfach so, dass ein großer Erfolg von neuen Wörterbüchern darin liegt, dass sich die Sprache verändert und man auf diese veränderte Sprache mit geänderten Beispielen reagiert und tatsächlich einfach die Menge der Wörter einfach erhöht. Die Sprachen, die da drin abgebildet, die verändern sich,
keine Frage. Die Wörterbuchdidaktik verändert sich, weil man Erkenntnisse dazu gewinnt. Das Nutzerverhalten ändert sich. Das heißt, die Benutzer wollen auch anspruchsvollere und spezifischere Bedürfnisse befriedigt haben. Und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, Wörterbücher haben nur dann eine Chance, wenn sie einen echten Mehrwert zum Internet bieten. Und das ist schwierig genug. Das heißt, sie müssen sich einfach durch ein gutes Design zum Beispiel und durch einen guten Inhalt von kostenfreien Anwendungen im Netz abheben. Wenn man Wörterbücher verkaufen will, dann ist es nicht so wahnsinnig einfach zu sagen, warum brauche ich ein neues Wörterbuch? Das heißt, man hat im Marketing nur ganz wenige Faktoren, die man anführen kann. Das ist einmal natürlich, sind die Entscheidungswege der Käufer sind natürlich begründet mit der Loyalität der Marke. Also wenn man mit einem Produkt zufrieden war, kauft man wahrscheinlich wieder solches. Dann die Anzahl der Stichwörter und Wendungen. Das ist wirklich die relevante Kenngröße. Also hier steht jetzt zum Beispiel drin 130.000 Stichwörter. In dem alten waren es noch 80.000. Dann das Wohlfühlgefühl durch den Seiteneindruck und die Bedienbarkeit spielt auch eine große Rolle. Das Ganze ist natürlich nichts, was der Kunde normalerweise beschreiben würde, sondern was er eher erfährt. Das ist ein ganz kurzer Test, wieder an alle. Es gibt im Prinzip nur zwei Wörterbucharten. Momentan gibt es 66 Verlage mit fremdsprachigen Wörterbüchern. Im Markt verteilt sind aber zumindest im deutschsprachigen Markt ist Langenscheidt und Pons. Jetzt gibt es praktisch zwei Fraktionen. Alle, die gelben lieber mögen, jetzt bitte mal die Hand heben. Okay, und die Grünen? Aha, okay. Zum Glück haben wir das nicht für die Grünen gemacht. Also man sieht im Prinzip, es gibt da einfach eine Loyalität zur Marke, die sich häufig eben auch nicht weiter erschließt, sondern tatsächlich einfach auch historisch begründet ist. Man ist irgendwie zum Beispiel in der Schule mit Langenscheidt konfrontiert und bleibt dann dabei und verinnerlicht eben auch, dass man sagt, wenn man wieder eins braucht, dann greift man letztlich auch dazu. Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass viele Veränderungen, die man wahrnimmt, eigentlich gar nicht wirklich honoriert werden und dass der andere, der in dem Fall Schwächere, mit nur einem Drittel Marktanteil zu etwas über die Hälfte, natürlich sich so hintenrum irgendwie auch ins Bessere schleichen kann. Wir haben uns genau angeguckt, wie die Wörterbücher wirken. Rechts Langenscheidt, links Pons. Und haben dabei Erstaunliches erstmal festgestellt. Welches ist das optisch angenehmere für euch? Links, oder? Links ist angenehmer, weil es wirkt ruhiger, es wirkt nicht so sehr fleckig, es wirkt irgendwie lesefreundlicher. Richtig? Würde dem jemand vehement widersprechen und sagen, das rechts findet er viel angenehmer? Okay, gut, dranbleiben. Gut. Es bemerkt wahrscheinlich niemand, dass auf dem links einfach ganz, 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 ganz wenig Inhalt steht im Vergleich zu dem rechts, was natürlich dann einen ganz großen Nachteil gegenüber dem rechts zunächst mal bedeutet, weil die Seiten sind immer gleich voll. Also bei einem Wörterbuch werden die Seiten immer von links oben nach rechts unten gleich befüllt. Man kann also praktisch einer Seite nicht wirklich ansehen, wie viel Inhalt da wirklich drin ist, weil die Seite ist ja voll. Und das über tausende von Seiten. Aber real ist es tatsächlich so, dass Pons einen großen Relaunch ein paar Jahre vorher gemacht hat und eben auf dieses neue Design umgestellt hat und Langenscheidt eben nachziehen musste, weil bei Langenscheidt eben alles sehr gewachsen und sehr dazu gedacht war über die letzten Jahre. Es gab praktisch so ein solches Projekt, wie wir es gemacht haben, für Langenscheidt noch gar nie. Das heißt, wir haben nicht einfach etwas nach 30 Jahren wieder wiederholt, sondern es gab diese Entscheidungen praktisch vor 30 Jahren aus dem Bauch heraus und aus der Notwendigkeit der Schriften und dann wurde dazu gebaut. Das heißt, es war zum ersten Mal ein großer Review des Ergebnisses. Wenn man sich Pons in der Analyse mal anschaut, dann sieht man, die verwenden eine sehr viel leichtere Typografie basierend auf der ITC Weidemann. Es entsteht ein sehr viel leichterer Seiteneindruck, was aber eben auch bedingt ist, dass weniger Inhalt drauf ist, vor allen Dingen weniger komplizierter Inhalt mit grammatikalischen oder sprachlichen Informationen. Und sie verwenden hier so eine Eigenheit mit diesen negativen Zahlen, die so ein bisschen Orientierung geben. Im Grunde ist es aber so, dass mit diesem
leichteren Eindruck eigentlich im Prinzip überhaupt nichts besser wird. Das haben User-Tests ganz gut ergeben. Es sieht zwar schicker aus und es sieht angenehmer aus, es lässt sich aber überhaupt nicht besser bedienen. Wir mussten also, da wir so ein sensationelles Briefing gekriegt haben von Langenscheid, überhaupt erstmal rausfinden, gemeinsam mit Langenscheid, was sind denn die Erfolgsfaktoren für ein Wörterbuch? Ist es denn nur der leichtere Seiteneindruck? Das können wir herstellen. Klar, das ist eine Frage der Schriftwahl, aber ist denn damit eigentlich überhaupt irgendwas erreicht? Und dafür haben wir vier verschiedene Erfolgsfaktoren haben wir ausfindig gemacht. Das ist einmal die Geschwindigkeit, in der ich etwas finde, dann die Richtigkeit des Ergebnisses, weil es macht keinen Sinn, wenn ich irgendwo hinlaufe und dann dort feststelle, da will ich nicht hin. Das haben wir gerade von Kilian Staus schon gehört. Dann die Kontinuität. Hier spielt sie eine große Rolle, anders als er gerade gesagt hat, weil ich will mich eben in den wenigen Benutzungsmöglichkeiten, Anwendungen von dem Wörterbuch eben nicht immer neu orientieren. Und zu guter Letzt die Verständlichkeit. Weil wer hat von euch heute schon ein Wörterbuch benutzt? Oder hat es noch vor? Morgen vielleicht? Sonntag? Auch nicht, oder? Genau, also das heißt im Prinzip, wir sind es nicht gewohnt, mit einem Wörterbuch zu agieren. Auf der anderen Seite muss man es auch nicht so tun, als ob das eine Atomphysik wäre. Jeder von uns wird es auch laienhaft einfach bedienen können, weil mir hat es auch keiner beigebracht. Aber wenn man sich das dann letztlich, wenn man es verbessern will, muss man natürlich erstmal probieren zu verstehen, was wir da eigentlich intuitiv tun. Die Navigation eines Wörterbuchs, die beginnt erstmal vorne am Vorderschnitt. Das ist jetzt eine Erkenntnis, dafür kriege ich auch noch keinen Preis. Aber die ist wichtig, weil so ein Wörterbuch nämlich so dick sein kann und keiner von uns weiß, wie die Buchstabenverteilung der jeweiligen Sprache ist. Wir aber in etwa natürlich wissen, ist ein Z weiter hinten oder ein D in der Mitte oder und, und. Das heißt, hier diese Navigation ist schon mal eine, die uns bei fremden Sprachen zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt, weil wir auf die Art und Weise zumindest in etwa wissen, wo wir einsteigen müssen ins Buch. Als zweites ist für uns ganz wichtig, dass wir dann den Kolumnentitel betrachten, weil zum Buchstaben G gibt es in etwa 300 Seiten und wir natürlich nicht wissen, wo wir jetzt genau hin müssen. Den Buchstaben finden wir relativ schnell, aber zu unserem Wort ist der Weg noch weit. Wir haben dann, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wirklich in ausführlichen Tests haben wir herausfinden können, wie der optimale Kolumnentitel ist. Und der optimale Kolumnentitel besteht eben nicht aus einem ganzen Wort, wie es alt war, am Seitenrand und die Pagina am Bund orientiert, sondern es ist eine Abkürzung aus genau vier Buchstaben, die immer außen steht. Das hat die Bewandtnis, dass wenn man das so macht, wie es links war, wie es beim Alten war, dass man natürlich glauben könnte, dass dieses Pitiless bereits das erste Stichwort ist und man dann eigentlich schon die erste Falle hat, dass man denkt, Pitiless geht hier weiter und heißt dann hier jämmerlich. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Das ist einfach nur in dem Fall blöd gelaufen, weil das der Überläufer war von der anderen Seite. In diesem Wort kann natürlich auch es passieren, dass da zum Beispiel jetzt Turn steht mit vier Buchstaben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber statistisch gesehen sehr klein. Wir wollten das nicht, dass es bei jeder Sprache anders ist und haben uns deswegen ganz viele Sprachen angeguckt. Also wenn ich sage wir, dann haben das natürlich diese Sprachverrückten bei Langenscheid gemacht, weil ich hätte das natürlich nicht gekonnt. Aber die haben natürlich da Statistiken und Auswertungen und so weiter und so fort. Und wir haben festgestellt, dass bei vier Versalien eben die Wahrscheinlichkeit über alle Sprachen hin am kleinsten ist, dass dort Worte stehen, die einen Sinn ergeben. Die Pagina rückt auch ins Blickfeld, weil man sollte nicht glauben, aber die Paginierung innerhalb eines Wörterbuchs scheint wichtig zu sein. Das war allerdings etwas, was mir bis zum Schluss nicht erklärt werden konnte, warum. Das habe ich dann mal so hingenommen. So, dann geht es weiter. Also unsere Blickführung ist, wir suchen den Buchstaben, dann suchen wir oben den Kolumnentitel und dann suchen wir das Wort und denken dann, wir wären angekommen. Und freuen uns dann, dass wir es gefunden haben, jetzt in dem Fall Stop. Und dann geht's weiter. Und dieses dann geht's weiter war praktisch unser Mikrokosmos-Wörterbuch, den ich komplett unterschätzt hatte, als ich dieses Projekt übernommen habe, weil ich hier gemerkt habe, dass es eigentlich nicht mehr um Typografie geht und ich hier gemerkt habe, dass 8 Punkte in Deutsch nicht so gut sind,
und 14 Punkte in Sport keine nachhaltige Wirkung haben, wie man heute sieht. Und ich vielleicht in Deutsch die 14 Punkte brauchen hätte können. Aber es ist einfach eine spannende Geschichte, sich über dieses Thema der Grammatik und so weiter nochmal anzunähern. Was könnte man jetzt darunter verstehen? Mikrokosmos Wörterbuch. Wir brauchen eine Orientierung innerhalb eines Artikels, weil wir haben zwar jetzt Stop gefunden, wissen aber immer noch nicht, was Stop heißt. Und wie viele wissen, es gibt unglaublich viele Bedeutungen von einzelnen Worten. Und deswegen geht es jetzt darum zu sagen, was ist eigentlich die Orientierung innerhalb eines Artikels? Wir müssen zunächst mal die richtige Übersetzung finden. Nur weiß es natürlich keiner, welches die richtige ist, weil jeder von uns sucht natürlich was anderes. Und blödsinnigerweise, und das ist wirklich schwierig zu lösen, sucht man seltenst zweimal das gleiche Wort. Das heißt, man hat eigentlich praktisch keinerlei Lerneffekt. Wir finden auch die richtige sprachliche Information gerne, obwohl wir vorher gar nicht wissen, nach welcher sprachlichen Information wir suchen. Das heißt, man bemerkt eigentlich erst bei der Auswahl, was es für weitere Optionen gibt. Und zu guter Letzt hat natürlich jeder Nutzer unterschiedliche Erwartungshaltungen und nicht jeder nutzt genau dieses Wörterbuch, was für seine Bedürfnisse eigentlich perfekt wäre. Wenn man sich also eine schematische Ansicht eines Artikels mal anschaut, dann scheint es relativ einfach zu sein. Wenn ich jetzt erwarte, also als normale Erwartungshaltung gehe ich eigentlich davon aus, Stichwort Übersetzung. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Wer was anderes will, sucht meistens nicht in einem Wörterbuch. Dazwischen akzeptieren wir es, dass es noch die sogenannte Objektsprache gibt. Die Objektsprache ist zum Beispiel so etwas wie die Lautschrift. Nach der suchen wir aber nicht explizit, sondern die ist da einfach drin. Eigentlich wollen wir Stichwort und dann sofort zur Bedeutung. Real ist es aber so, dass sich diese Objektsprache in einem Wörterbuch eigentlich zwischen mein Ziel und meine Suchanfrage, mein Ziel, wird eigentlich boykottiert von ganz vielem, was ich explizit eigentlich erstmal nicht erwarte und nicht brauche und was mich eigentlich stört, was den Weg dahin verlängert. Und dieses ist ganz schön viel. Diese Objektsprache, die gliedert sich nämlich auf in zusätzliche Informationen zu Wortarten, Indikatoren, Flexionen, Wendungen und Symbole und weiterer Metasprache. Wortarten kann man sich noch einigermaßen erschließen. Was ist eine Wortart? Adjektiv, gut, ist eine Wortart und Substantiv ist eine. Was sind Indikatoren? Was könnte man sich darunter vorstellen? Weiß keiner, oder? Ich auch nicht. Indikatoren sind Statusanzeigen, genau, sind zum Beispiel Anzeigen, dass ein Wort in einem anderen Zusammenhang, also zum Beispiel in einem Finanz- oder in einem politischen Zusammenhang, eine andere Bedeutung hat. Das heißt, ein Wort, was im mathematischen Umfeld, zum Beispiel so etwas wie Vektor, hat in einem mathematischen Umfeld eine andere Bedeutung wie in einem anderen. Muss ich auch wissen. Eine Flexion, weiß das noch jemand? Ist jemand besser als 8 Punkte in Deutsch? Wahrscheinlich schon, aber eine Flexion weiß wahrscheinlich keiner, was das ist. Flexion ist der Oberbegriff für Konjugationen. Also dahinter verstecken sich dann Konjugationen wie bei Verben lieben, liebte, geliebt. Dann sind es Deklinationen bei Substantive und es sind Komparationen bei Adjektiven. Ich hoffe, es versteht eh keiner, was ich da sage. Genau, es kann auch falsch sein. So. Dann kommen dazu noch Wendungen. Was sind Wendungen? Redewendungen, genau. Die nehmen nämlich tatsächlich einen ganz großen Anteil heutzutage bei Übersetzungen ein, weil es eben nicht mehr nur um das einzelne Wort geht, sondern es geht um Wortzusammenhänge. Und das heißt im Prinzip, das Stichwort allein führt mich eventuell noch gar nicht zu dieser Übersetzung, weil wir wollen ja nicht irgendeine Übersetzung, wir wollen ja die richtige Übersetzung. Und in dieser Bedeutungstiefe, und da hat es jetzt irgendwie eben wieder was mit Orientierung und Gebäude zu tun, da haben wir eigentlich die Schwierigkeit drin entdeckt, weil in diesen Häufungen muss man letztlich klar machen, was ist eigentlich was. Und in diesen was ist eigentlich was, liegt nämlich eigentlich das Schriftbild. Für jede dieser Ebenen kommt eine Art von Kennzeichnung statt. Ja? In der alten Stichwort, Lautschrift und so weiter und so fort. Und man sieht hier schon, das ist einfach ein ganz schönes Durcheinander. Dieses Durcheinander, das wäre gar nicht so weiter schlimm, wenn man das in irgendeiner Weise sinnvoll gliedern könnte oder zumindest beherrschen oder zumindest abschätzen könnte. Da wir aber im Prinzip überhaupt nicht wissen,
Wie, in welcher Verteilung das bei welcher Sprache und bei welchem Stichwort ist, kann natürlich der Seiteneindruck überhaupt nicht vorher geplant werden, beziehungsweise auch der Artikeleindruck kann nicht geplant werden. Wir müssen die Dinge also rein theoretisch gliedern. Wir müssen dafür sorgen, dass die einzelnen Verteilungen, statistisch wissen wir, wie viele Wendungen da in etwa drin sind, so gewichtet sind, dass man sich hinterher wieder orientieren kann und so, dass sie eben nicht ablenken. Die Artikelstruktur sieht dann zum Beispiel so aus. Vorne gibt es das Stichwort und dann kommen eben die verschiedenen Funktionen. Und in der neuen Optik im Prinzip ist es erstmal alles viel dichter und zusammengesetzter. Wenn ich das jetzt drunter lege, dann versteht man auch, was ich meine. Ja, also es gibt hier im Prinzip verschiedene Abteilungen, also hier Adjektiv, eben dann gibt es hier wieder eine Metasprache, dann gibt es die erste Wendung, dann gibt es dafür die Übersetzung. Und das Ziel ist, das Ganze im Prinzip zu verdichten und klarer zu machen, was eigentlich ist. Das kann man sich jetzt an einem Beispiel noch nicht wirklich vorstellen, aber hinterher sieht man das, glaube ich, ganz gut. Man muss sich auch damit auseinandersetzen, was für Gliederungsarten eigentlich so ein Eintrag haben kann. Das, wovon wir alle träumen, ist natürlich Stichwort, Bedeutungsangabe, so, fertig, aus, Äpfel, Amen, nächstes. Das ist aber ganz, 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 ganz selten so, weil ganz häufig ist es so, dass zu einem Stichwort ganz viele Bedeutungsangaben stehen. Also nicht nur drei, sondern wirklich viele. Oder es gibt sogar Worte, die zunächst mal sich über die Wortart unterscheiden, weil es sie als Adjektiv oder als Substantiv gibt und dort wiederum in sich ganz viele Bedeutungsarten haben. Jetzt ist es so als User, dass ich meistens nicht weiß, dass ich diese Bedeutungsangabe überhaupt suche. Woher soll ich das wissen? Ich weiß ja weder, dass sie drinsteht, noch dass das eigentlich für mich die richtige Phrase ist, die ich suche. Also gehe ich vom Stichwort aus und muss dann diesen Artikel für mich durcharbeiten. Und diesen Artikel durcharbeiten bedeutet, ich muss relativ schnell mich orientieren, was ich weglassen kann. Weil keiner von uns hat wirklich Lust, ein Wörterbuch durchzulesen. Das ist nicht so richtig sexy. Ich habe das probiert, das geht nicht gut. Also das heißt, ich will eigentlich rausfinden, wo ich nicht hin will, um dann dahin zu kommen, wo ich sage, da bin ich am ehesten richtig dabei und mit dieser Stichwort oder mit dieser Bedeutungsangabe komme ich am ehesten klar. Wir haben also ganz viele typografische Veränderungen vorgenommen, die dieses ermöglichen sollen. Ich zeige jetzt mal so ein paar. Das ist ein linker Artikel, das ist der alte und der rechte ist ein neuer. Wir haben hier vorgenommen. Also zunächst mal haben wir das Stichwort leicht rausgerückt und die Blockwirkung unterbrochen. Das ist jetzt noch nicht so der Superknaller. Dann haben wir einen kleinen Trick gewählt. Wir haben die Lautschrift zum Stichwort genommen. Auf die Art und Weise erhöhen wir auch bei kurzen Worten die optische Indikation, also das Blau praktisch, das Stichwort wird wichtiger und die beiden werden tatsächlich sowieso immer miteinander betrachtet. Jeder von uns wird mit der Lautschrift aber sofort es entkodieren können, weil sie einfach anders ausschaut. Das interessiert mich nicht, das gehört nicht mehr zum Wort. Das heißt, ich nutze etwas und erhöhe die Fläche und mache aber gleichzeitig klar, aber wenn du es nicht brauchst, brauchst du es nicht. Dann kommt die Gliederung des Eintrags durch typografische Symbole. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wie das Ganze technisch funktioniert. Langenscheid hat eine Datenbank, auf XML basiert, das ist jetzt auch noch keine Neuerung, aber man muss sich dazu überlegen, dass diese Datenbank muss alle Begriffe für alle Sprachen, für alle Anwendungen beinhalten und man muss dafür Sorge tragen, dass sie die nächsten 50 Jahre funktioniert und sie muss tatsächlich alle Informationen zu einem Artikel beinhalten. Das heißt, sie haben nur eine einzige Datenquelle und aus dieser Datenquelle müssen alle Medien gespeichert werden. Es war also völlig utopisch, mit irgendeiner Art von grafischer Symbolik zu arbeiten. Es musste rein typografisch funktionieren. Also ich wäre um einen Pfeil wäre ich sehr dankbar gewesen. Also wenn der Kilian keine mehr braucht, ich nehme sie. So ein Pfeil geht schon, aber eben wie bei ihm auch, so ein Pfeil nützt einem nicht wahnsinnig viel, außer dass man sagt, hier, ist ein Pfeil. Wir mussten uns also im Prinzip Symbole erarbeiten, die funktionieren, die sich selbst erklären und die man vor allen Dingen generisch erstellen kann. Also das hier ist kein Symbol, was hinterlegt wurde, sondern das ist ein typografisches ADJ mit jeweils einem Ober- und einem Unterstrich, was eben das Symbol erzeugt. Und das wird eben genau auch so gepflegt.
auch dieses A im Prinzip und diese 1 sind keine wirklichen Symbole, sondern es sind einfach nur Datenbankeinträge und sind Buchstaben. Ich bin gleich, genau. Die wichtigsten Änderungen kommen praktisch dann dahingehend zum Tragen, dass die Wendungen eben optisch zurückgenommen werden und ein viel ruhigerer Grauwert entsteht und man auf die Art und Weise mehr Informationen bei einem gleichzeitig besseren Leserhythmus herstellen kann. In der Mikronavigation haben wir also hergestellt, wir haben erstmal eine versale Alphabetisierung vorgenommen. Das ist auch zum Beispiel ein Trick, der gesagt hat, eine 1 wird nicht als 1, 2, 3, 4 wahrgenommen, sondern als Wertung. Wenn ich eine 1 irgendwo hinschreibe, könnte man meinen, das ist die erste Bedeutung, die erste im Sinne von einer priorisierten Bedeutung. Das ist es aber gar nicht, sondern es ist einfach die erste. Das haben wir mit dem A hier gelöst, indem wir praktisch gesagt haben, ein A ist einfach was anderes als ein B und es kommt zwar davor, aber es ist letztlich ist es nicht höher priorisiert. Dann kommt die 1, weil innerhalb des Wortes Adjektivs im Prinzip ist es dann die 1, die Wahrscheinlichkeit, dass das der richtige Eintrag ist, nachdem der User sucht. Das sind statistische Werte, die Langenscheidt einfach hat und deswegen die 1 da vorne stellt. Das heißt, ich kann hier relativ schnell feststellen, wenn ich ein gewiefter Leser bin, ich suche gar nicht ein Adjektiv, sondern ich suche ein Substantiv, kann ich diesen ganzen Block überspringen und komme dann relativ schnell zum Substantiv. Zum Substantiv, genau. So, auf einer ganzen Seite betrachtet sieht es jetzt so aus, links alt, rechts neu. Und was jetzt hier schon ganz schön zum Tragen kommt, was man ganz schön sieht, ist, dass die Orientierung eben über die Stichworte funktioniert, weil eben dieser Grauwert durch diese ganzen vielen schwarzen Stellen einfach nicht mehr so vehement der Fall ist. Der insgesamt leichtere Seiteneindruck, den konnten wir auch errechnen. Wir haben dann mit der Druckerei und so weiter, haben wir darüber mal philosophiert, ob man eigentlich den Deckungsgrad einer Seite berechnen kann. Und der durchschnittliche Deckungsgrad vorher lag bei 17%. Also 17% ist einfach Farbe auf dem Papier. Und jetzt sind es nur noch 14-15%. Also man kann den auch faktisch tatsächlich verändern. Genau. So, dann gibt es noch ganz lange Inhaltsverzeichnisse für die ganz langen Einträge, weil hier hört dann alles auf. Da gibt es nämlich dann erstmal verschiedene A bis Ds und hier von Bedeutung 1 bis, ich glaube, 13 sind wir. So, da macht natürlich dann eine Navigation sowieso keinen Spaß mehr, aber wir haben hier praktisch dann dieses Inhaltsverzeichnis davor gestellt. Und es gibt noch ein paar Infokästen als Blickfang, die eben auch rein typografisch funktionieren. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil ich will noch auf eine Sache, möchte ich gerne noch zeigen. Das sind die Übersicht der wichtigsten typografischen Symbole. Es gibt den Grundwortschatz, es gibt eben die Gliederung für mehrere Wortarten, es gibt die Gliederung für mehrere Bedeutungen und es gibt die Wortart an sich, die eben rein typografisch funktionieren. Ich würde noch gern kurz was zur Schrift sagen. Viele haben sie vielleicht erkannt, das ist die Phoenicia. Das ist die Schrift, die die TGM mittlerweile auch verwendet. Es war klar, dass wir eine hohe Anforderung an die Schrift haben. Wir brauchten eine leichte, gut ausgebaute Schrift. Gut ausgebaut deswegen, weil sie ziemlich viel natürlich abbilden musste. Sie muss ergonomisch und ökonomisch sein, weil jeden Millimeter, den wir sparen auf einer Seite, macht hinterher nicht das Buch dünner, das ist nicht letztlich die Maßgabe, sondern erhöht mehr Platz oder gibt mehr Platz für noch mehr Stichworte und noch mehr Wendungen. Also wir hätten dieses Buch hinterher um circa, um circa 250 Seiten hätten wir es schmaler kriegen können und stattdessen haben sie aber 10.000 neue Stichworte und Wendungen reingepackt, was natürlich dann eben zum Verkauf wieder ganz wunderbar ist. Wir haben verschiedene Kandidaten miteinander kombiniert. Das lag einfach daran, dass Langenscheidt einfach sehr unsicher war, weil dieses Thema noch nie eine Rolle gespielt hat. Was ist eigentlich die richtige Schrift für Langenscheidt? Deswegen war natürlich dieses alte Thema, muss es eigentlich eine serifenlose und eine Serifenschrift, muss dieses Serifen und Serifenlose, ist es eigentlich gesetzt oder nicht? Es konnte sich am Anfang keiner vorstellen, dass es eine serifenlose Schrift wird, also eine rein serifenlose. Wir haben aber dann relativ viele Nutzertests gemacht, um rauszufinden oder beziehungsweise um zu beweisen, dass diese Kombination mit den beiden eigentlich keinen Vorteil bringt. Wir haben deswegen auf die Phoenicia für alles gesetzt und die anderen
ignoriert. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil ich gerne noch den Prozess zeigen würde, weil die Frage kommt wahrscheinlich nachher wieder. Wir haben deswegen auf die Phoenicia gesetzt. Die Phoenicia hat eine ewiglich lange Entwicklungszeit, seit 1993 schon, Dr. Ingo Preuß da dran rum. Und das hat aber den Vorteil, dass es einfach alle Phasen des So soll es nicht sein schon durchlaufen hatte und gleichzeitig aber auch nicht klar war oder gleichzeitig aber auch klar war, dass das auch nicht der letzte Stand sein muss. Und das kam uns total zugute, weil der Ingo sich darauf eingelassen hat, dass wir an dieser Schrift für Langenscheid noch ganz schön viel verändern und es trotzdem kein Riesenaufwand wird. Sie hat außergewöhnlich viele Schriftstärken, was natürlich in diesem System eine ganz große Rolle gespielt hat, weil ich ja hauptsächlich mit Abstufungen und so weiter die Unterschiede herstelle. Und sie verliert im Prinzip in keinem dieser Schriftstärken ihre Lesbarkeit und ihre Deutlichkeit. Trotzdem mussten wir diese Schrift noch wahnsinnig weit entwickeln. Es wurden alle Strichstärken angepasst. Es wurden, das war der anfängliche Stand, mittlerweile weiß ich, sind es viel, viel mehr, 167 Zeichen ergänzt. Dann alle Klammern, Punkte und so weiter, die normalerweise fürs Lesen einen ruhigen Charakter herstellen, wurden überarbeitet, weil wir natürlich mit Tilden und Klammern und so weiter Abgrenzungen herstellen wollen und nicht, wie es normalerweise der Fall ist, ein möglichst ruhiges Schriftbild herstellen, sondern hier eigentlich eher Punkte einbringen wollen. Wir haben die diversen Vor- und Nachbreiten überarbeitet und wir mussten aufgrund von Kompatibilitäten eigentlich das gesamte Encoding ändern, weil deren Satzsystem eins ist von 1900 irgendwo und auch nicht abgeschafft werden kann. Also Abortext zum Beispiel ist so eins. Deswegen mussten wir, obwohl es ein Open-Type-Feature war, im Prinzip alle Akzente doppelt pflegen. Nachdem wir das gemacht haben, oder währenddessen war aber auch klar, wir müssen, es gibt noch weitere Dinge, die wir ändern. Zum Beispiel haben wir ein neues Papier gewählt. Das war ein Prozess, der eigentlich ursprünglich gar nicht angedacht war. Aber das hier ist mal ein Scan mit Gegenlicht praktisch, wie das Durchscheinverhalten von dem Originalpapier 40 Gramm Dünndruck war, 60 Gramm Offsetpapier und dann das 60 Gramm Offsetpapier, das 60 Gramm Auflagenpapier, was wir verwendet haben. Und man sieht, allein das im Prinzip bringt natürlich auch nochmal eindeutig was in dem Grauwert, weil A sind diese Zeilen natürlich nicht registerhaltig, das heißt auf der anderen Seite scheint immer nochmal etwas durch und das, was durchscheint, ist genau das, was eigentlich hinter die Seite nochmal schwerer macht. Hatte am Anfang auch letztlich gar keiner auf dem Zettel, dass allein diese Maßnahme auch schon ganz viel gebracht hat. Genau. So, jetzt brauche ich noch eine Minute und dann bin ich durch. Ich zeige nochmal ganz kurz, wie der Prozess vonstatten gegangen ist. Wir haben angefangen mit einer Analyse. Als wir das ganze Thema gebrieft bekommen haben, da dachte ich erstmal, das kann ja nicht sein, ja? 141 Seiten Briefing war das Ganze. Und ich hätte tatsächlich am Anfang nicht gedacht, dass ich keine davon hätte weglassen können. Ich dachte eigentlich, für ein Wörterbuch braucht man so eine Seite, um zu sagen, naja, so soll es werden und jetzt mach mal. Die anderen 140, die haben mich dann überrascht. Also das heißt, wir haben erstmal einen Workshop gemacht, wir haben dann 141 Seiten Briefing haben wir durchgeackert, dann haben wir nochmal einen Workshop gemacht, weil die Ziele eben relativ unklar waren, haben uns eine Konkurrenz- und eine Historienanalyse angeguckt und haben dann eigentlich erst begonnen. Nach 3 Monaten waren wir dann in etwa so, dass wir das Ganze auf 2 Typolösungen konzentrieren konnten und haben dann dort eben einen Andruck gemacht, den wir dann in Nutzertests gegeben haben, um hier eigentlich die zuvor getroffene Entscheidung zu bestätigen, dass es nur die Phoenicia wird. Wir haben aus diesem User-Test haben wir dann noch ganz viele Ableitungen gemacht bezüglich Satzspiegel, bezüglich Ordnungen, ob wir jetzt Nester auflösen, ob wir den Wortschatz jetzt mit einem Stern markieren und so, also den Grundwortschatz mit einem Stern markiert und so weiter und so fort. Haben das dann in den nächsten wiederum 2,5 Monaten so weit verfeinert und ausbaldowert, dass wir dann nach 5 Monaten eine Testausgabe machen konnten, die dann tatsächlich aus der ursprünglichen XML-Datenbank extrahiert wurde und auf 800 Seiten hochgerechnet wurden, weil wir im Prinzip zuvor keinerlei Umfangsberechnung machen konnten. Wir mussten eigentlich erstmal rauskriegen, was ändert es jetzt? Wir mussten rausfinden, auf 800 Seiten, das ist eine Menge, 800 Seiten macht man normalerweise nicht, um ein Dummy zu machen. Wenn es aus der Datenbank kommt, ging das aber relativ fix. Und wir haben dann eben nach diesen 800 Seiten feststellen können, was das eigentlich bedeutet,
praktisch hochgerechnet. Wir haben dann nach dieser Testausgabe nochmal ganz viel optimiert und haben nach 7 Monaten dann einen Vertriebstest gestartet, in dem es nochmal einen Andruck gab, dann mit realer Datenbasis auf circa 1200 Seiten und haben diese dann in Vertrieb testen lassen. Das heißt, die Vertriebler haben zum ersten Mal gesehen, es wird ein neues Wörterbuch geben und was die Vorteile und so weiter sind. Und erst dann, nachdem das alles in Ordnung war, haben wir weitergearbeitet und Vorbogen und Anhang und so weiter und so fort. Und waren dann nach 8 Monaten so weit, dass wir gewusst haben, was wir alles an der Schrift überarbeiten müssen, um dann circa nach 12 Monaten die ersten 6 wichtigsten Sprachen in den Reihen Taschenwörterbuch und Powerwörterbuch auf den Markt zu bringen. Und als das so war, haben wir von vorne angefangen mit dem nächsten. Weil dann war nämlich alles plötzlich neu, weil nämlich dann dieses hier kam. Das ist das Premium-Schulwörterbuch. Und da durften wir dann plötzlich Farbe einsetzen. Das war schön. So. Das Schöne daran war tatsächlich, dass eigentlich alles das, was man ohne Farbe gemacht hat, mit Farbe hinterher umso besser funktioniert hat und es nicht notwendigerweise dazu führte, dass man gesagt hat, hätten wir die Farbe mal von Anfang an gehabt, dann wäre alles anders gewesen. Also nochmal zum Ziel. Das Ziel war ein neues, modernes, übersichtliches Layout für alle unsere Wörterbücher in allen Sprachen. Und ich glaube, wir haben da ein Ergebnis draus machen können, wenn ich gleich denke, dieses Modern ist unter dem Aspekt, dass Sie tatsächlich dieses Projekt auf einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren gesehen haben, natürlich zu relativieren. Vielen Dank. So, wer hätte das Projekt unterschätzt? Ich glaube doch auch. Gut, wir machen nach den 2 wirklich super Vorträgen mal eine kurze Pause. Wir haben etwas überzogen, das macht aber nichts. Ich würde sagen, wir machen um 12 Uhr weiter.